Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video, wo wir uns die Hardware vom Rasierer angucken werden. Ich sag nochmal, ich habe es beim Unboxing gesagt, aber ich sag nochmal, was mit bei ist. Einmal Öl für den Scherkopf. Hoppala. Drei Aufsätze in 1, 2 und 3 mm. Ein Pinsel zum Saubermachen. Eine Tasche, damit wir mitnehmen können. Eine Happy oder Not Happy Karte. Eine Anleitung, wo eigentlich nur die rudimentärsten Dinge und Warnhinweise sind. Und zweimal USB-Kabel. Einmal von diesem Doppelpunkt-Schlitz. Also hier ist der Schlitz. Da ist Doppelpunkt. Also so Doppelpunkt-Schlitz auf USB. Schade, dass kein Wandadapter mit bei ist. Also das finde ich echt schade. Und dann nochmal ein Mini-USB auf USB. Und natürlich der Rasierer an sich mit einer Schutzkappe, die da oben drauf ist. Und die werden wir uns jetzt erstmal, machen wir das Wichtigste. Wir gucken, wie laut er ist. Oh. Das ist wirklich eine Digitalanzeige unter dem Plastik. Ach, wir können die Geschwindigkeit einstellen. 55 bis 70 in 5er Schritten. Also 55, 60, 65, 70. Und der Akku ist bei irgendwas in 60%, wie ich jetzt geguckt habe, 61 oder so. Der steht unten drunter. Ich halte euch das mal ran. Hört ihr das? Bis 55. Also mir fällt er bei 70 besser. Weil irgendwie hört er sich bei 55 untertourig an. Und gefühlt hört man irgendwie, als wenn Plastik mitklappert. Aber das ist nicht so. Aber es fühlt sich so an, vom Ton her. Ein bisschen lauter ist er als mein jetziger Barttrimmer, den ich ja auch gleich für den Kopf nehme. Weil Barttrimmer, finde ich, macht das immer ein bisschen kürzer als eine Schermaschine. Minimal lauter. Wir haben eine kleine Klinge, die mit zwei Schrauben gehalten wird. So, hier ist die Klinge, da sind die zwei Schrauben. Aber gut in der Hand halten tut er sich. Sieht von der Form dann halt so aus. Ich drehe nur für euch komplett, damit ihr dann seht. So. Und hinten haben wir halt Anschlüsse für zwei USB. Einmal Doppelpunkt Schlitz und einmal USB. Mini USB ist, glaube ich. Und wenn ich den jetzt so halte und drücke, da an. Man hört auch kein Plaste biegen oder irgendwie, dass es vielleicht irgendwo nicht richtig eingerastet ist oder schlecht verarbeitet ist. Ganz im Gegenteil. Hier haben wir sogar noch Riffel an der Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt. Da ist auf der anderen Seite praktisch, hat er einmal rum. Genau das gleiche. Dadurch können wir den halt dann so gut halten. Vorne ist er auch nicht übermäßig schwer. Also ich kenne es von anderen Schermaschinen, die nicht wesentlich größer waren, wo dann vorne so schwer war, dass man das Gefühl hat, er fällt vorne immer runter. Das ist hier nicht. Also man kann auch so halten, ohne dass er zu lästig oder zu schwer wird. Na, ich bin mal gespannt.
Auf dem Display kann man auch alles gut erkennen. Ne, 67% haben wir. Also der Druckpunkt ist auch angenehm von allen Knöpfen. Ich bin mal gespannt. Also ich werde den jetzt gleich mal benutzen. Und auch in der nächsten Zeit benutzen. Also da müsst ihr ein bisschen warten jetzt mit einem Hardware-Video. Also die Einsparung für ein Stromkabel ist hier drinne. Also ich kann euch das mal zeigen. Also die Aussparung hier. Aber es ist nicht mit bei. Ich weiß jetzt nicht, ich muss mal auf Amazon andere Rezensionen mir mal angucken, was die Leute da geschrieben haben, ob das jetzt bei dem deutschen Modell Standard ist, dass der nicht mit bei ist. Och Mensch, oder ob das bei mir halt nur, ups, haben wir vergessen oder so ist. So, ich muss jetzt nur die richtige Reihenfolge hier von den Dingern hier noch reinmachen. So. So. Also das finde ich ein bisschen schade. Also das ist, gut klar, so ein USB-Kabel hat jeder zu Hause. Aber trotzdem bin ich der Meinung, ein Stromkabel oder wenigstens ein Wandadapter hätte mit bei sein können. Die Kabel sind auch schön lang. Also ich denke mal, man kann rasieren und mit Strom dran. Aber das werde ich nicht testen. Dann werde ich mal, naja, mal gucken, wie weit ich damit hinkomme. Aber ich werde halt auf jeden Fall den Akku testen. Nicht, dass er eine halbe Rasur so durchhält und dann sagen wir, oh shit. Jetzt musst du 3 Stunden warten, bis der Akku voll ist. Dann kannst du weitermachen. Das werden wir ja testen. Aber mit dem Wandadapter oder mit dem Strom, das ist so ein Punkt, der mich schon nervt. Klar hat jeder sowas zu Hause, aber was ist mit den Apple-Fans, die einen anderen, die USB-C haben oder was weiß ich. Da finde ich das schon sehr, sehr schade, dass da nicht mal so ein kleiner Wandadapter oder so mit bei ist. Aber so von der Verarbeitung sieht er sehr gut aus und fässt sich auch vom haptischen fässt er sich sehr gut an. Er ist nicht zu laut, er ist lauter als meine alte Schermaschine. Ich werde es aber sicherheitshalber, nicht, dass ich was Falsches sage, nochmal nachher gleich vergleichen, wenn ich mir den Kopf rasiere. Also rein gefühlt ist er halt ein Stück lauter, nicht viel, aber ein Stück lauter als meine alte Schermaschine. Er liegt aber sehr gut in der Hand. Das Display kann man sehr gut sehen. Strom wird angezeigt, die Geschwindigkeit wird angezeigt. Gucken, also ich weiß jetzt nicht mit den Drehzahlen, wenn man die runterschraubt, ob das jetzt so jetzt prickelnd ist. Also ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass es dann ziepen könnte oder so. Ich mache auf höchste Stufe, schön kurz alles. So. Dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Adäumchen wäre Aträumchen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Aber gebt mir ein bisschen Zeit. Also ich rasiere mir den Kopf nur einmal in der Woche. Also nicht jeden zweiten Tag oder so. Dafür habe ich die Zeit nicht. Immer freitags. Wenn ich freitags nicht schaffe, wenn viel zu tun war, mache ich samstags. Freitag oder Samstag mache ich mir immer den Kopf. Also von daher, ich würde mir jetzt gerne schon für 2, 3, 4 Rasuren nehmen, also so einen halben Monat, also fast einen Monat müsst ihr euch da gedulden, bis da was kommt. Es sei denn, es ist was Gravierendes, wo ich sage, Scheiße, da musst du sofort ein Video machen, dass ich sage, ey, der ist mir explodiert, der ist, was weiß ich, kann ja sein. Dann mache ich natürlich vorher ein Video, sonst nach etwa 3 bis 4 Mal benutzen. Ja, dann habe ich 3, 4 Mal mir die Haare gemacht, das Bad mache ich zwischendurch. Den mache ich auch jetzt damit, erstmal die erste Zeit, um zu testen. Außer Koteletten, mache ich mit meiner anderen Schermaschine, da habe ich die richtige Länge eingestellt. Und die Länge ist hier nicht drin. Hier haben wir ja nur 1, 2, 3 mm und ich mache meine Koteletten immer mit 6 oder mit 7 mm. Also kann ich sie damit nicht machen. So, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, auch Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.